Wann ist die Grenze erreicht? Viele Cottbuser Unternehmen fürchten um ihre Zukunft. Die beiden Autohausbesitzer Thomas Knott und Matthias Schulze haben genug vom Warten. Sie ergreifen selbst die Initiative und handeln. Beide haben schon viele Krisen erlebt. Doch so eine Situation ist auch für sie neu. Ich bin jetzt über 30 Jahre selbstständig und habe solch eine Situation noch nie erlebt. Und man kann es sich auch nicht wünschen, muss man so sagen, ganz klar und deutlich. Und wir hoffen alle, dass wir gemeinsam mit der Landesregierung, mit der Bundesregierung, die Unternehmen und Unternehmer eine Lösung finden. Und die Lösung kann nicht nur einseitig gestaltet sein, indem man sich ausschließlich auf den Gesundheitsschutz legt und die wirtschaftliche Situation ganz nach hinten stellt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gesundheitsschutz ist ein wichtiger Punkt, aber wir müssen differenzierter, punktueller arbeiten, um, sag ich mal, die Situation für alle erträglich zu machen. Lasst uns reden. Jetzt reden wir noch. Und es wird die Zeit geben, wo die Unternehmerinnen und Unternehmer und die Mitarbeiter nicht mehr weiter wissen und auf die Straße gehen. Und genau das ist unser Ziel, zu verhindern. Gemeinsam mit knapp 20 weiteren Cottbuser Unternehmen haben die beiden deshalb ein Aktionsbündnis ins Leben gerufen. Ich bringe mal ein Beispiel. Die Modegeschäfte, die also noch auf der Ware vom Sommer und auch vom Herbst sitzen oder das Weihnachtsgeschäft nicht mitnehmen konnten, jetzt aber die Frühjahrsmode schon wieder, die sie im Sommer voriges Jahr bestellt haben, kommt und die nicht bezahlen können, weil sie keine Einnahmen haben, dann wird das natürlich nicht nur kritisch für die Einzelhändler, sondern natürlich auch für die verbundenen Unternehmen und die also jetzt die Lieferanten sind für die Modebereiche. Und das ist natürlich eine Kettenreaktion, die da jetzt entsteht. Das macht uns äußerst Sorge. Das ist also auch der Grund, warum wir uns jetzt zusammengefunden haben aus dem wirtschaftlichen Bereich, um zu sehen, was können wir tun, wie kriegen wir maßvolle Verhältnisse wieder hin. Also nicht das, was eben ständig jetzt seit 10 Monaten nicht funktioniert hat, sondern wie kriegen wir das hin, dass also ohne ein steigendes Risiko wir die Wirtschaftskreisläufe wieder anschieben. Unterstützung erhofft man sich dabei von den Kammern. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus kann die Sorgen und Ängste der Unternehmer verstehen. Sie fordern mehr Flexibilität für ihre Betriebe. Die Bundesregierung handelt zu stur. Auf der einen Seite möchte man Leben retten, doch auf der anderen Seite gehen dadurch Leben zugrunde. Man muss sich das auch immer vorstellen. Man muss sich auch mal auf die andere Seite setzen. Da ist jemand, der hat sein persönliches Kapital da eingesetzt. Der ist verantwortlich für Mitarbeiter. Der muss denen jeden Tag in die Augen gucken, den Leuten, die sagen, wie geht's weiter? Da hängen Familien dran. Da kann nicht immer von den Unternehmern Kurzarbeitergeld aufgestockt werden. Also da hängt so viel dran und da muss man einfach mal verstehen, dass da jetzt irgendwie auch mal die Grenze erreicht ist. Auch das Handwerk hat stark unter den harten Corona-Maßnahmen zu leiden. Zahlreiche Handwerksbetriebe sind existenzbedroht. Tausende von Euro wurden in Hygienekonzepte investiert. Die Geschäfte bleiben trotzdem zu. Die Zahlen steigen weiter. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Und das ist aus unserer Sicht nicht die Lösung, das gesamte wirtschaftliche Leben einzudämmen. Uns fehlt die konstruktive Abwägung zwischen Gesundheitsschutz, der für alle für uns von großer Bedeutung ist, und den anderen Belangen, wie zum Beispiel der Wirtschaft. Kein Unternehmer hat irgendein Interesse daran, das gesundheitliche Risiko für seine Kundschaft, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen. Ohne Kundschaft, ohne Kollegen ist man nichts als Betrieb. Deswegen wird alles unternommen werden, dass da keine Gefährdung eintritt. Aber man muss natürlich auch die Möglichkeit bieten, dass die geschäftliche Tätigkeit durchgeführt werden kann. Von Aktionen wie Wir machen auf distanziert sich das Aktionsbündnis. Das würde laut Thomas Knott und Matthias Schulze die Situation nur eskalieren. Ein Punkt ist den Unternehmen und Kammern aber noch besonders wichtig. Dass die Kitas weiterhin offen haben, dass die Schulen wieder in Bewegung kommen. Und ich möchte heute schon mal einen ganz großen Dank an die aussprechen, die bis jetzt durchgehalten haben in den Kitas. Und ich hoffe auch wieder zukünftig jetzt bald in den Schulen. Unser Betrieb macht das Schicksal der jungen Generation sehr große Sorgen. Wir können es uns einfach nicht leisten, dass wir hier eine Generation verlieren.